Fachtagung im Northeimer Kreishaus. Das Thema: Kinder psychisch kranker Eltern. Der Einladung des Landkreises waren zahlreiche Fachleute aus verschiedenen Berufsgruppen gefolgt. Und was war der Grund für die Tagung? Wir haben gemeinsam festgestellt, dass das Problem der Kinder psychisch kranker Eltern für alle Bereiche sehr wichtig ist, vom allgemeinen Sozialdienst, für die Gerichte, für die Rechtsanwälte. Überall ist dieses Thema, zumal eine immer größer werdende Zahl von Kindern davon betroffen ist. Der Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses des Landkreises wies darauf hin, dass in Deutschland wahrscheinlich etwa 1,5 Millionen Kinder mit einem psychisch erkrankten Elternteil leben. Und was sind die Hauptgefährdungen für Kinder psychisch kranker Eltern? Für Kinder psychisch kranker Eltern gibt es einerseits unmittelbare körperliche Gefährdungen, beispielsweise durch Alkoholfolgeschäden während der Schwangerschaft, durch körperliche Verletzungen bis hin zu Todesfällen bei Aggressionszusammenhängen oder auch durch Methadonunfälle bei mitgenommenen Dosen, wie etwa die bekannt gewordenen Fälle in Hamburg. Jenseits dieser direkten körperlichen Folgen darf man nicht vergessen, dass Kinder psychisch kranker Eltern ihr genetisches Risiko für die Erkrankung der Eltern in vielen Fällen ebenfalls mitnehmen. Das heißt, wir haben vulnerable, verletzliche Kinder. Und natürlich ist das Erziehungsverhalten, die Art und Weise, wie eine Familie funktioniert, davon abhängig, wie sehr die Alltagskompetenzen und die erzieherischen Fähigkeiten der Eltern erhalten sind. Zusammenfassend haben wir also insgesamt eine unter mehreren Aspekten ausgesprochen risikobehaftete und betreuungsbedürftige Gruppe. Wie erleben Kinder psychisch kranke Eltern? Für Eltern ist schon schwierig genug, mit der eigenen psychischen Erkrankung klarzukommen. Aber für Kinder zu verstehen, dass Eltern nicht so funktionieren, wie man das erwartet, haltgebend, immer stark, immer verlässlich, immer der Partner, bei dem man mit allen Fragen landen kann, sondern plötzlich Eltern hilflos, traurig, unverständlich, das ist eine Erschütterung des ganz elementaren Grundbedürfnisses nach einer klaren Orientierung. Das heißt, Eltern sind verwirrend, Unsicherheit nach sich ziehend und manchmal kommt es auch dahin, dass Eltern selber hilfebedürftig wirken, dass Kinder Elternrolle übernehmen, dass Kinder sich darum kümmern, dass der Haushalt aufrechterhalten wird, Dinge einkaufen müssen. Und Kinder fragen sich immer wieder, bin ich eigentlich schuld daran, dass es Mama, dass es Papa so schlecht geht? Das heißt, die Idee, dass kindliches Verhalten, eigene Schuld dazu geführt hat, dass es in der Familie nicht gut geht, das ist eine ganz gefährliche Konstellation für Kinder, die dann in ganz, ganz schlimme Selbstwahrnehmung auch kommen, sich Vorwürfe machen, auch das ein Risikofaktor für eigene weitere Belastung. Besonders wichtig ist eine ausreichende und fachgerechte Behandlung der psychisch kranken Eltern. Im Idealfall ist es so, dass die psychische Erkrankung der Eltern in der Psychiatrie mit medizinischen, mit psychotherapeutischen Mitteln kompetent behandelt wird. Und um dem Augenblick, wo die Symptome der psychischen Erkrankung verschwinden, wo der Realitätsbezug wieder klar ist, wo die Stimmung ausgewogen ist, wo die Alltagskompetenzen wieder da sind, dann haben auch die Kinder keine Probleme mehr. Sie haben wieder das, was sie brauchen. Sie haben die Starken, die Verlässlichen, die Eltern, zu denen man aufschauen kann, die für einen eine Orientierung darstellen. Das heißt, der erste Schritt in jeder Hilfe ist tatsächlich die Frage, ist die Erkrankung des Elternteils richtig erkannt und wird sie kompetent behandelt. Und was stärkt betroffene Familien sonst noch? Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist Transparenz. Es sind so viele verschiedene Dienste beteiligt, die Jugendhilfe, die sozialpädagogischen Familienhilfen, der sozialpsychiatrische Dienst, die behandelnden Ärzte und Therapeuten, dass alle miteinander wissen, was ist unser Problem. Mit welchen Dingen haben wir es zu tun? Psychische Erkrankungen haben jeweils eigene spezifische Symptome, die wiederum spezifische Auswirkungen auf das Erziehungsverhalten der Eltern haben. Also Transparenz ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist wirklich Krankheit von Schuld und Vorwerfbarkeit zu entkleiden. Psychische Erkrankungen müssen genauso normal werden wie körperliche Erkrankungen. Da fragt auch niemand nach dem Schuldigen. Und der dritte Punkt ist tatsächlich, dass die Kinder eine Chance haben müssen, außerhalb des belasteten familiären Umfelds noch Freiräume zu haben. Ob das kompetente Großeltern sind, ein gesicherter Freundeskreis, ein Verein, eine Schule, in der alles funktioniert. Also im Prinzip Dinge, wo die Kinder wieder Kind sein können, die Seele baumeln lassen können. Weil egal wie gut man es macht, das elterliche Handeln, das zu Hause durch psychische Erkrankungen immer in irgendeiner Weise belastet ist. Also die Oase der Ruhe und die externen Ansprechpartner, die Verlässlichkeit geben und in der Zeit der Krise auch dastehen für die Kinder.
Ein weiteres Schwerpunktthema der Fachtagung war die Zusammenarbeit verschiedener Hilfesysteme. Wir haben in Deutschland unterschiedliche Hilfesysteme, die stark voneinander divergieren, die stark voneinander abweichen, die sich stark unterscheiden in ganz existenziellen Aspekten. Kooperation ist in meiner Sicht eine optimierte Zusammenarbeit, genau an diesen Schnittstellen, wo es notwendig wird, genau an den Schnittstellen, wo es um die Klienten geht, um ihre Kinder, um ihre Familien, um gemeinsam sich auf den Weg zu machen, Hilfen zu optimieren, indem man sie zusammenfügt, indem man Handlungsabläufe standardisiert, flüssiger macht, eleganter macht, schneller macht, indem man Problemlösekompetenzen der einzelnen Einrichtungen fördert, indem man auch da die Problemlösekompetenzen der einzelnen Mitarbeiter fördert und indem man sich gemeinsam auf den Weg macht von der Kooperation hin zu einer Vernetzung, das heißt eine Verselbstständigung dieser Kooperationsbewegungen. Kooperation muss sich verselbstständigen, muss eine Selbstverständlichkeit sein, darf nicht mehr hinterfragt werden und muss mit den dementsprechenden Ressourcen auch ausgestattet werden. Und wie fällt das Fazit der Verantwortlichen aus? Das Fazit, was wir heute nach der gut besuchten Fachtagung ziehen können, ist, dass wir einen Arbeitskreis gründen werden, eine Vernetzung aller Partner, die in diesem Bereich zusammenarbeiten wollen. Und wir wollen versuchen, die Situation für die Kinder psychisch kranker Eltern zu verbessern, Kompetenzen zu bündeln und stärker in die Netzwerkarbeit zu gehen.